Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von No Place Like Home. Ich wollte eigentlich schon mal hier durchgehen und gucken, was da ist, aber dann stand da gerade, vielleicht kann ich es von der anderen Seite aufmachen. Ich wüsste aber leider nicht, wie das geht, deswegen müssen wir wohl durch diese Tür da hinten erstmal. Außer natürlich, da steht jetzt auch, wir können da nicht durch, was komisch wäre, weil wir dann durch gar keine Türen mehr könnten. Gut, übrigens, ich habe im Moment irgendwie so ein bisschen Schnittprobleme mit der Nase, falls sich das schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht mal, warum meine Nase ist im Moment. Ich bin nicht wirklich krank. Auf jeden Fall, ich fühle mich nicht so richtig krank. Ich bin ein bisschen müde in letzter Zeit, aber, ne, also ich bin nicht krank. Aber meine Nase denkt sich so, lass mal krank sein. Deswegen bitte nicht irritieren lassen. Alles ist gut. Meine Nase hasst mich im Moment nur ein bisschen. Okay, neues Gebiet heißt direkt wieder aufräumen, ne? Aber zum Glück kommen wir ja bis jetzt überall ganz gut voran. Wir haben noch nicht wieder ein Upgrade gebraucht. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch ein bisschen so, weil wir haben nicht das Zeug dafür. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, was wir brauchen, aber wir haben es, glaube ich, nicht. Oh, ist das ein Erdbeersamen? Oh, super. Ich glaube, für die Erdbeere braucht man für irgendwas ganz Cooles. Für den Stall oder so, für den zweiten. Ja, ich mal schauen. Oh, hier können wir was bauen. Erstmal aufsaugen. An enemy may step into one of those traps, I must break them all. Ah, okay. Das geht also auch mit unserem Dingens. Das heißt, wir müssen hier auch räumen. Oh, wer ist das denn? Moment. Mal die Gegner wegmachen. Oh, da hinten ist ein größerer Gegner. Den haben wir vorher noch nicht getroffen. Mal schauen, wie gefährlich der ist. Hi, ich komme gleich zu dir. Ich will erst weiter aufbauen. Ich habe hier so einen riesigen Berg an Müll hinter. Warum saugt... Ah, okay. Schon sagen, warum saugst du das denn nicht auf? Das ist auch noch so ein bisschen komisch. Manche Sachen kann man nur aus einem bestimmten Winkel aufsaugen. Das ist ein bisschen komisch. Aber hey. Soweit ich das verstanden hatte, ist das Spiel immer noch im Early Access. Ich finde, dafür ist ziemlich viel Zeug drin. Also wir können bis jetzt schon ziemlich viel tun, ne? Ich muss das mal nachgucken bis zur nächsten Folge, ob das jetzt wirklich noch im Early Access ist. Ich meine nämlich wohl. Ich meine aber noch dieser blaue Balken dran. Und also dieses blaue Kästchen. Was bei Steam immer bei Early Access Sachen ist. Oh, die Eier habe ich gar nicht gesehen. Oh, das, oh. Oh, da ist der Gegner. Da sind mehrere Gegner. Das ist, praktisch. Könnt ihr bitte nicht in meine Richtung? Ich komme da. Ich gehe gleich weg. Ich gehe ja schon gleich weg. Beziehungsweise, ich würde die gerne jetzt töten. Oh, boy. Oh, ein Fuchs? Ach, Moment, ich will jetzt. Aua, das tat weh. Dann machen wir erstmal die Kleinen weg, ne? Weil die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Und jetzt der Große. Weil wenn wir ihn hauen, dann kann er, glaube ich, sich nicht wehren. Ja. Ist doch schon mal gut. Dann können wir hier nochmal einen Baum gleich anpflanzen, wenn wir hier aufgeräumt haben. Und ich glaube, die Fallen müssen wir wegmachen, damit der Fuchs da nicht reinläuft.
wäre auch ziemlich traurig. Das ist noch eine Mülltüte. Können wir mit dir reden? Nein. Aber wir können schon mal einen Baum anpflanzen. Yay! Wer kommt eigentlich auf diese Idee hier? I need to find a water filter to get rid of this waste. Ah, okay. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir einen finden. Da ist schon wieder ein Schwein. Müssen wir den vielleicht bauen? Also wir befreien jetzt schon mal das Schwein. Das hier können wir nicht aufsaugen. Das ist kein Müll. Oh, ein Buch. Ein Wheelbarrow. Das sieht hübsch aus. Wir können auch mal so langsam anfangen zu gucken, ob wir vielleicht die Farm ein bisschen dekorieren. Wobei, ich weiß nicht. Ich finde, Dekorationen sind ja meistens, nicht so weit. Also, die bringen dich nicht viel weiter im Spiel. Und dann will ich lieber meine Ressourcen erstmal dafür verwenden, ne? Für die wichtigen Dinge. Wobei, hier wird ja hauptsächlich, glaube ich, mit Essen getauscht, wie ich das gesehen habe. Dann könnten wir auch einfach ein paar Dekorationen bauen. Weil, es ist jetzt nicht so, dass sonst die Baumaterialien ausgehen. Im Gegenteil, wir haben vielleicht sogar ein bisschen zu viel von dem ganzen Shit. Wortwörtlich ist ja Müll, ne? Was? Nein. Da kann man hier aufsaugen. Zack, zack, zack. Und jetzt wieder die Frage der Fragen. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Okay, wir gehen mal zurück. Ah, hier ist schon wieder eine Tür. Ne, hier sind wir hergekommen. Never mind. Da sind wir hergekommen. Oh, da ist schon wieder ein großer Gegner. Der hat ziemlich wehgetan. Kleine Gegner drumherum sind ziemlich shit. Die nerven. Obwohl, das hier sind welche, die nicht schießen. Also nicht ganz so tragisch. Da liegt noch ein. New day has started your game and is automatically saved. Okay. Das heißt, wir müssen gar nicht nach Hause. Das ist doch gut. Also wir sollten vielleicht nach Hause, aber... Hallo, wer bist denn du? Hello, young traveler. I'm Harold. Do you by any chance need advice on pigs? I'm an expert when it comes to pigs. Their dietary habits, behavioral patterns, personalities, all of it. Pigs have personalities? Of course, what kind of question is that? Once I had a pig that would eat only from a rat trough. She'd walk hungry all day if I didn't give her food in the rat trough. The other one would bathe precisely at noon every day. Okay. Na, guck mal, dann können wir hier was bauen, was auch immer das ist. Wir bauen das jetzt. Moment. Ah, erst die Gegner. Aua. Nein! Das waren zu viele. Aber das Gute ist, jetzt sind wir zu Hause, jetzt können wir ein bisschen von unserem Zeug hier lassen, weil ich glaube, unser Inventar ist proppevoll. Ja. Proppevoll. So, wir haben hier eine Kiste. Dann können wir das da rein tun und das da rein tun und das da rein tun. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben Apfelsamen. Das ist doch gut. Wir packen mal die Federn hier rein. Ich denke, die brauchen wir noch nicht. Was ist das? Hydraulische Teile. Die Felder müssen wir auf jeden Fall anpflanzen. Sind das Erdbeeren? Hier sind noch ein paar Hüte. Die können wir vielleicht später benutzen. Aber wir haben sogar richtig viele Felder gefunden. Dann packen wir die Batterien mal auch da rein. Wieso hat das nicht gesteckt? Aber egal. So.
Das sind die neuen Sachen. Genau, dann machen wir jetzt ein paar Felder. Hier ein paar Bäume, Äpfelbäume hin. Falls das so geht. Das ist die 9. Wie funktioniert das? Ach, okay, das braucht gar kein Feld. Das ist super. Dann packen wir den Apfelbaum. Hier. 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 Hier so den Weg entlang. Wie viel haben wir denn noch? Ah, okay. Das war's. Dann können wir das auch zumachen. Und das sind 6, also können wir da die Erdbeeren hinmachen. Okay, dann ist es 7. Pick up, ja. Kann ich die stacken? Ach nee, das sind ja nur... Okay, so, und dann machen wir hier... Kürbisse wollten wir machen, ne? Wir wollten ganz viel Kürbisse machen. Weil wir brauchen Kürbisse für Saft. Dann müssen wir das hier alles. Machen wir auch erst morgen fertig, glaube ich, weil wir sie nicht gegossen haben. Und das hier müssen wir jetzt auch noch gießen. Immer für 1, ne? Die Bäume müssen wir, glaube ich, nicht gießen. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. So. Das eine haben wir jetzt hier. Ich hoffe, die Bäume werden nicht zu groß. Unpraktisch. So. Wir müssen, glaube ich, noch, wir haben dieses Küchengerät noch nicht. Diesen hier, den Ofen. Ah doch, aber wir haben den Plan dafür. Das heißt, wir bauen mal ein. Vielleicht können wir da das für die Hühner machen. Wie rotiert man Dinge? Ah! War das eine Aufgabe? Oh. Ich hätte gern das hier. Muss ich das jetzt alles einzeln machen? Das ist ja wundervoll. Aber das Schöne ist, es kostet nur Kartoffeln. Und Kartoffeln haben wir ja, wie wir wissen, ziemlich viele. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich wieder mit unseren Hühnern anfangen. Vielleicht ist das auch schon dann die Quest gelöst. Ja, allerdings leider nicht für alle. Die Hühner abgegießt. Ich habe euch allen was gegeben, ne? So. Mal schauen, wie viel unsere Lamas habt ihr mir Zeug gesammelt?
nicht so wirklich, ne? Mal schauen. Gunag. Kann ich hier schon mal irgendwie... Das stimmt, da brauche ich die Schweine für. Da brauche ich Milch für, da brauche ich Honig für. Kann ich hier rein? Oh! Oh. Ach, das ist der Schnell-Travel-Part, ne? Ist das der Weg, da wo ich schnell lang laufe? Was ist denn das? Closed from the other side. Okay, vielleicht ist das doch nicht. Vielleicht müssen wir hier später hin. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Aber über die Karte können wir, glaube ich, schnell traveln. Open Map. Ich würde gerne ins Village traveln. We had another layer. Ach ja, genau, wir haben ja gerade ein Haus repariert. Okay, wir haben ihm immer noch nicht bewiesen, dass die Hühner uns lieb haben. Warum auch immer. Ich weiß nicht genau, was wir tun müssen. Vielleicht müssen wir auch... Moment, hier geht's gar nicht lang. Vielleicht müssen wir auch das Chicken Coop upgraden. Kann ich mir auch vorstellen. So, wir haben da ein Haus gebaut. Guten Tag. You might have noticed already, but the house is repaired. Yeah, it has never looked so good. I'm forever in your debt. Now you can go back to Mark and tell him he just found himself a new customer. Mark, that he's new. Okay. I have all the ingredients for a dog treat. Fantastic. Now let's prepare some famous Harrod cuisine. Oops. Oops. Wir brauchen einen Kennel. Und dann können wir einen Hund befreien. Ich habe das Gefühl, wir lösen gerade Quests, die wir noch gar nicht hatten. Shop. Oh, dafür brauchen wir Cabbage. Und hierfür brauchen wir Aubergine. Was ist das? Mayo Maker. Dafür brauchen wir... Oh, das können wir lernen. Wofür auch immer wir das brauchen, aber wir können das jetzt. Na, und dafür müssen wir Mayo machen. Was haben wir hier noch? Erdbeere für eine Gem-Maschine. Ein Brunnen. Und er hat auch die Felder. Entschuldigung, er hat auch die Felder. Ich wette aber, was brauchen wir jetzt nochmal für das Piggy-Haus? Okay. Das kriege ich hin. Nicht das Riesen? Nein. Okay. Oh, das sind die bösen Gegner, die mich vorhin umgehauen haben. So nicht. So nicht. Aber ich. So. Wir machen hier weiter. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade schon Sachen, die wir noch gar nicht machen sollten. Aber das ist. Ich weiß nicht genau, wie wir das mit den Hühnern lösen sollen. Dementsprechend. Ist doch nicht so schlimm, wenn wir... Oh, da ist noch ein Fuchs. Wenn wir schon mal ein bisschen vorgreifen. Scheint ja offensichtlich trotzdem zu funktionieren. Uiui. So viel Müll. Auch nicht, was die jetzt erwarten, dass man jedes Mal schlafen geht, damit man die ganzen Sachen erfarmen kann, also wortwörtlich erfarmen kann, weil das geht ja auch darum, dass man diese Farmen betreibt, aber ich weiß nicht. Das macht die Farm auch gut alleine.
Man muss halt nur jeden Tag einmal vorbeigehen. Okay, hier fehlt wieder ein Knopf. Da oben ist ein Topf, mit wo man wieder Wasser reinmacht. Ich denke, das ist das, was wir tun müssen. Da ist noch eine Ehrenfalle. Was haben wir hier drin? Ein Schwein. Böse Falle. Fox is used to live here. I should fix it and they might come back. Dann bauen wir das doch. Gar kein Problem. Und noch ein Baum. Oh, eine Kiste. Hier gibt's Wasser. Fuchs befreit. Frage ist, ist hier jetzt auch ein Eingang? Oh ja. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, schon wieder Müll. Oh, und Gegner. Genau gesehen. Wo war der denn? Der war hier hinter, ne? Wo ist er hin? Da war doch noch ein Gegner. Bin ich blind? Oh, da sind noch zwei. Oh, okay, das sind mehr als zwei. Definitiv mehr als zwei. Ich finde das sehr convenient, dass sie da so in der Ecke steht. Aua. Dann kann ich mich nämlich angreifen. So. Einmal was aufsaugen, bitte. Oh, das ist schon wieder gegen. Das sind ja drei Stück. Oh, das ist aber nett, dass ihr euch hier da zusammen in die Ecke stellt. Das finde ich gut. Einmal alles aufsaugen. Dann wieder Batterien. Wobei ich noch nicht so ganz gesehen habe, wofür wir die brauchen, außer für die Aktivierung der Lamas. Bis jetzt haben die Lamas zum Beispiel keine neuen gebraucht. Wobei ich auch nicht aufgepasst, ne? Vielleicht sollten wir mal gucken, ob die Lamas vielleicht neue Batterien brauchen. Nach so und so vielen Tagen. Habe ich die Batterien von den anderen schon aufgesaugt? Ja, voll super. Wie ein Staubsauger durch die Gegend rennen. All den Müll aufsaugen. An dem Planeten sauber. Ich finde, wir machen das ganz gut. Also, unsere Cleaning Rate ist ganz, ganz nett. Die Geschwindigkeit, in der wir hier durchrattern, ist okay. Ist auf jeden Fall vertretbar. So. Ja, dann war hier wieder nur so ein bisschen Stuff drin und sehr viel Müll. Das ist okay. Wieder raus. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wir müssen auch noch
glaube, im Village haben wir das Hühnchen noch nicht gefunden. Also, was? So. Ist das da Müll? Wieso liegt das da? Ich hab das doch da weggemacht. Oh, wir müssen, stimmt, wir müssen auch immer noch diesen, diese Wasserpumpe oder was das war finden, damit wir da hinten das komische Fass wegkriegen. Oh, und noch eine Feder. Wer ist denn die Person, die die Federn sammelt? Weil ich habe jetzt schon 4 oder so. Oh, da ist noch ein Huhn. Das ist jetzt schon wieder Flug gewesen. Es waren mindestens 4 oder so. Waren auf jeden Fall schon wieder ziemlich viele. Vielleicht lohnt es sich ja doch noch ein, so ein Ding zu bauen. Hier kann man noch was bauen. Aber da brauchen wir einen Werkzeugkasten. Ja, krass. Oh, du willst eine Erdbeere haben. Okay. Damit können wir nicht dienen. Noch nicht. Dann work in progress. Erstmal müssen wir schauen, dass wir einen Schweinestall kriegen. Und ich hätte gerne... Ja, dieses Ding, wo wir die ganze Zeit Kartoffelsamen herkriegen. Ich glaube, das gibt es auch. Also das kann man noch für andere Samen bauen. Dafür hätte ich auch gerne den Bauplan. Oder ich würde gerne das wechseln, wenn das geht. Das müssen wir gleich nochmal uns genauer anschauen. Hier ist noch ein Baum, den wir ersetzen müssen. Oh, und ein Gegner. Oh. Aua, warum hast du mich getroffen? Das ist nicht okay. Er ist über mich rübergesprungen, dann hätte er mich nicht treffen dürfen. Das, der cheatet. So, noch ein Baum. Naja, offensichtlich bringen wir halt auch das ganze Village wieder. Oh, ein Schwein. Das ganze Village wieder in Ordnung. Warum die alle hier nur rumstehen und nichts tun, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber, das ist ja wie in jedem guten Spiel, ne? Der Protagonist muss immer die Welt retten. Und alle anderen sind unfähig. Mehr oder minder. Oh. Bösen, bösen, bösen Fallen. Ich weiß zwar nicht genau, was uns bringt, dass wir die wegmachen, aber wir machen sie lieber weg. Wir sind schon wieder fast durch, ne? Die Zeit vergeht aber auch immer so schnell, das kann ich noch nicht machen, ne? Okay. Das heißt, wir kommen da nicht mehr weiter. Das ist okay. Das heißt, so langsam haben wir mal unsere Grenzen erreicht. Und sollten jetzt erstmal gucken, dass wir das Zeug tun, was wir nicht als Aufgabe gekriegt haben. Uff. Aber zuerst wollen wir den Weg frei. Das ist schon wieder ein von diesen Fallen. Warum sind die hier überall? Die auch die Flut angetrieben? Das ist eine wichtige Frage. Oh, mir fällt gerade auf, ich bin vom Mikro sehr weit weg. Entschuldigung. Ich hoffe, dass ihr mich noch mitgekriegt habt. Ups. Du musst eh mal gucken, mein Mikrofon ist nicht so in der Position, in der ich das gerne hätte. Auf Dauer. Das ist sehr unpraktisch, da wo es ist. Und ich kann es auch nicht so richtig einstellen, so wie ich es aufgehängt habe. Ich dachte, es wäre clever, was ich getan habe. Und es war okay. Es ist jetzt weniger im Weg, aber es ist dafür
anstrengender einzustellen. Noch ein Huhn. Haben die irgendwie ein Ablaufdatum oder warum gibt es davon so viele? Auf jeden Fall, ja, die Idee wäre, ist, ich nehme das gerade alles zusammen auf. Habe ich schon... Ich habe auch gerade ein bisschen den Überblick verloren, was ich welche Folge gemacht habe. dementsprechend, mal schauen. Da ist noch Müll. Ich habe es vergessen. Ignoriert mich einfach. Nein, ignoriert mich nicht. Schaut mein Video. Was? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mal wieder zurück zur Basis kommen. Also nach Hause. Und dann da schauen. Oh, ein Schweinchen. Ob wir mal ein bisschen vorankommen. Durch das ganze Obst und Gemüse, was wir jetzt angepflanzt haben. Aber das braucht halt auch ein paar Tage, ne? Oh, ein Salat. Oh, Blumenskulpturen. Das ist aber hübsch. Kann man nicht richtige Blumen anpflanzen? Oder gibt es die einfach nicht mehr? Hatte ich das Schweinchen nicht gerade befreit? Also hier laufen jetzt mindestens noch 5 Hühner. 3, 4 Füchse. Und 12 Millionen Schweine rum. Füchse wollen alle eine Erdbeere. Die Schweine, mal gucken, was die Schweine wollen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir diesen Stall fertig bauen können. Und dafür brauchen wir, glaube ich, den Kohl. Von daher, das ist so der nächste Schritt, nachdem wir hier aufgeräumt haben. Aufräumen geht vor. Aufräumen ist wichtig. Wenn wir alles freigelegt haben, wissen wir auch, wo alles ist. Ist ja logisch. Was haben wir denn hier noch schönes? Oh, ganz viele Kisten. Die brauchen wir, glaube ich, hier auch auf der Karte. Oh, das sind 2 Gegner. 2 große Gegner. Yeah. Nein! Da sitzt Pflanzen aus. Die sind tatsächlich gar nicht so schwer, solange man sie sozusagen im Stunlock hat. Einfach nicht angreifen lassen. Das ist meine Prämisse. Falls ihr das Spiel auch spielt, einfach nicht angreifen lassen. Das ist die Lösung. Kisten. 1, 2 und noch. Ah, da ist noch eine. Und ein Schwein. Ein Schwein. Das wir leider immer noch nicht mitnehmen können. Aber bald. Aber bald. Ich hab da sehr groß. Sehr, sehr groß. Dass wir das vielleicht in diesem... Ja, vielleicht nicht in diesem Video. Weil dieses Video auch schon wieder überzieht. Wollte eigentlich eine halbe Stunde machen. Sind schon wieder drüber. Aber hey, wir haben jetzt aufgeräumt. Hier ist jetzt sauber. Moment. Ah, genau. Wir machen jetzt mal einmal kurz die Kisten hier noch hin. Komm, wenn wir eh schon drüber sind, ne? Können wir auch weitermachen. Hier ist noch eine Höhle. Uiuiui. Und die Gegner? Ich seh gerade nichts. Wäre natürlich super, wenn es keine gäbe. Sieht nicht so aus.
Hier ist einfach nur ganz viel Müll. Ah, da ist ein Gegner. Zeit aufzusaugen. Wir müssen auch so langsam mal wieder zurück und gucken, dass wir unser Inventar aufräumen, weil ich glaube, das ist schon wieder en masse. Oh, wir haben eine Hundehütte, sehe ich gerade. Wann haben wir die denn gekriegt? Haben wir die gekriegt? Haben wir die gekriegt, als wir mit dem Typen da gesprochen haben? Dass wir genug Dogfood für Snacks hatten. Ich glaube wahrscheinlich. Das ist schön, weil dann können wir jetzt nächste Folge den irgendwo hinsetzen. Und dann können wir den Hund sehen. Dann haben wir einen Hund. Ah, da ist noch eine Kiste. Kiste. Was haben wir denn hier? Wieder Bauteile. All das, wovon wir sowieso schon 12 Millionen haben. Aber ist okay, ich nehme das mit. Ist gar kein Problem. Braucht man bestimmt irgendwo für noch. Also im Prinzip für alles. Warum fliegt das eigentlich immer so quer durch die Gegend? Teilweise hielten die sich bis nach Timbuktu. Ja, wir machen jetzt die Höhle noch zu Ende. Da hinten sind schon wieder Gegner. Ich sehe es genau. Und dann, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Cooles. Nicht stehen bleiben! Oh, da ist ein lila Koffer. Ich glaube, die Lilanen sind gut. Da sind wichtige Dinge drin. Oder mindestens so ein Rezeptbuch. Nein. Die Antwort ist nein. Das macht mich ein bisschen traurig. Die goldenen sind immer die mit den Rezepten, glaube ich. Die Lilanen sind aber auch eigentlich. Lernen wirken für mich auch etwas seltener. Vielleicht irre ich mich auch. Was haben wir denn da nochmal? Glaube ich, so irgendwie so ein elektrisches Teil oder wie das heißt. Irgendwas Wichtiges. Da hinten liegt schon wieder was. Ich sag ja, die hieben sich bis nach dem Blut. Auf jeden Fall ganz dringend das, was wir für die Kartoffeln haben, auch für anderes Obst und Gemüse. Da würde ich dann sagen, arbeiten wir als nächstes dran. Nach den Schweinis. Beziehungsweise vielleicht auch schon vor den Schweinis, müssten wir erstmal gucken. Habe ich noch eine Kiste? Ja. War hier irgendwo noch ein Platz, wo man eine Kiste braucht? Ich bin... Oh, ach nee, da kamen wir ja nicht weiter. Gar nicht. Und das hier können wir, glaube ich, auch nicht machen, ne? Nee, haben wir nicht. Warum ist das noch da? Haben wir jetzt alle? Guck mal hier. Das ist der Fuchsbau. Den haben wir gebaut. Sieht doch ganz nett aus. Genau. Würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das würde mich freuen. Wenn ihr noch mehr gucken möchtet, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenlos komplett. Und dann würdet ihr immer in eurer Abo-Box sehen, wann ein neues Video kommt. Hiervon oder von den anderen Sachen, die ich mache. Genau.
Alle weiteren Infos unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bye.